tippen, Leute? Soll ich lieber das Buch lesen oder soll ich eher doch das Buch lesen? Was steht denn hier drinnen? Jo Mai ist Deutschland und in der anderen steht Österreich ist Jo Mai. Und damit willkommen zu einer Folge Minecraft Abolo hier auf meinem Kanal. Ich denke, das ist die 35. Folge, 34. Ich weiß nicht, Leute. I don't know. Und damit hier willkommen, wie gesagt, zu einer Folge Minecraft Abolo. Und ja, Leute, ich habe hier ausgebaut, wie ihr seht, habe ich eine Bibliothek, ja. Und bin ich hier die ganze Zeit im Kreis gelaufen. Ich bin da vorne, bin ich einfach, okay, ich spoil jetzt mal nicht so viel. Ganze Zeit im Kreis gelaufen, bis ich bin sogar 10.000 Mal rejoined, dass die Viecher da respawnen. Die ganze Kühe, weil, Leute, wisst nicht, wie viel Leder ich habe es mir aufgeschrieben, wie viel Leder ich hier gebraucht habe. Ich habe genau, warte, ich schau kurz, ich habe genau 140 Leder gebraucht für den meisten Stuff hier. Also 140 Leder, Leute, das ist echt viel. Und ich habe da unten noch eine kleine Sugar Cane Farm, also Zuckerrohr Farm habe ich hier gebaut. Und ja, ich habe so eine kleine Bibliothek hier. Jo, mal da oben kann man runterschauen. Und Leute, jetzt kommt es. Ich habe ja mal in einer Folge gesagt, als ich hier ausbauen werde. Und ich habe auch vor, also letzten Freitag, also wenn die Folge Montag oder Dienstag kommt, ist letzten Freitag, vor 3 oder 4 Tagen, habe ich mich live gestreamt, ja? Also live in dem Jome. Ja, und ich habe hier ausgebaut, ja. Also im Stream habe ich zwar nur den Gang hier ausgebaut, aber Leute, ich habe hier offscreen auch ein bisschen ausgebaut und schaut euch das an, Leute. Wie cool ist das hier einfach? Ich habe so einen richtigen Gang. Diesen Fanart habe ich auch im Stream gezeigt von der lieben Vulpix. Und Leute, in diesem Gang sollen nur grüne Fanarts aufgehangen werden. Und Leute, wenn genau du, ja, ich alles, ja? Ich rede genau von dir. Wenn du weißt, wie man ein grünes Fanart zeichnet, dann schick mich unbedingt auf Instagram und tag mich jonas30_official oder in der Beschreibung einfach. Oder check einfach einen Link in der Beschreibung ab, Discord. Da könnt ihr mich natürlich auch schicken, da habt ihr eine viel höhere Chance, dass ihr hier aufgehängt wird. Ich habe hier noch 1, 2, 3, 4, 5 Plätze hier. Und jo, bye. Und ja, hier ist auch noch ein Ding. Hier kann man noch hochgehen auch. Warte mal. Oh, mein Hang Glider, Dino. Und Leute, mein Spitzhacke ist beim Bauen hier kaputt geworden. Und ja, hier kann man auch noch hochgehen und ja, jo, mei. Jetzt wollte ich dann nochmal rausgehen hier und euch was zeigen. So, nämlich wollte ich hier, oh, hallo Goldie. Hallo Goldie, was? Goldie? Jo, mei? Hä, warte mal. Hä, Goldie? Was? Hast du mich gerade gehäutet, Goldie? Hi Goldie, warte mal. Das ist ein Regenbogen. Seit wann? Warte mal. Gehäutet? Leute, häuten sich Schafe überhaupt? Haben nicht Wolle oder so? Was ist denn, Goldie? Goldie? Oh mein Gott! Ich glaube, mein Schaf ist einfach gerade ein Super-Egg geworden. Alles klar. Lol. War nicht irgendwo hier eine Quest oder so? Quest. Irgendwo war eine Quest. Schalten neue Fähigkeit oder so frei, oder? Wenn ich hier reingehe. Au! Oh nein. Okay, das ist ganz gar nicht gut. Wasser. Oh Lord, Goldie, was ist das denn bitte für ein Dings? Hier ist, glaube ich, einfach deine Haut. Aber ich craft mal hier erstmal eine neue Spitzhacke, weil Rosit ist, glaube ich, relativ gut und wir haben nur wenige Rosit, Jome. Und, genau. So. Nämlich, ja, Goldie. Hey, warte mal. Ich hab mir schon gedacht, du bist zum Schnitzel geworden, aber doch nicht. Genau, das ist anscheinend deine Haut oder so, dann nehme ich die mal irgendwie mit hier, alles klar, deine Haut, wo platziere ich deine Haut, so irgendwie, so und, ja, deine Haut, also, das Andenken vielleicht deiner früheren Dings, aber ich weiß nicht, hast du jetzt irgendeine Fähigkeit, Goldie, oder, ja, Tatsache, du hast die Fähigkeit, okay, warte mal, Leute, glaubt ihr, Goldie ist aggressiv oder so geworden? Das hat so ein Feuerdings, warte mal, schau mal. Irgendwo gibt es hier nämlich so eine Dings, so eine Quest Regino. Quest. Und Tod, Trolling, Photoshop, Buh, eiskalt, Kanaltausch, warte mal, war das? Es war irgendwo hier oben, Baumeister, Jo Mai. Genau, Jo Mai, ich wollte mir, wie gesagt, auch eine Dings hier machen. Weltreise, Schildschreier, Jäger, antikes Wunderwerk, heiß. Leute, wo war denn das hier? Mit dem Haustier, Arbeitsbusiness, hier irgendwo, das Event, Profi, 50%, Multitalent-Skiller, wo war denn das, was ist hier, Forscher, was ist eigentlich Forscher, kauf den Enchanting-Team, ja, ich hab das immer noch nicht, das ist ein bisschen dumm, Wohltäter, Richter, das gemeinnützige Spawn, Apollo, wo war denn das hier, Hauch von Tüll, Schüsseln Mitspieler, Schüsseln Dings für den Mitspieler,
Level up, schalte. Hier, schalte einen neuen Dings von einem neue Fähigkeit von einem Tier frei, oder? Das ist doch hier einfach ein Regenbogenschaf, alles klar. Mit $50. Wir wollten heute mehr oder weniger auch Quests machen. Und da ich schon bei dir bin, Mr. Goldie hier, habe ich nämlich hier, vielleicht können wir da in eine Mine gehen oder so. Weil wie gesagt, im vorigen Livestream, Freitag, wie gesagt, rechts und bei mir auschecken fürs heutige Livestream hierbei, haben wir den Gang gebaut. Und ja, und hier habe ich nämlich in Planung gehabt, also hier so eine Art Heimkino mache. Weil es gibt ja, wir haben ja den Display-Mod dabei, also so ein Mod, wo man wirklich einfach Leute, also dass man wirklich einfach YouTube-Videos so schauen kann. Also, was wird richtig cool. Wie gesagt, ich baue das noch. Und ja, mei. Also, schickt mir unbedingt hier, warte, ich habe hier ein bisschen Fail gebaut, Junge. Schickt mir unbedingt hier eure grünen Fanarts hier. Zum Beispiel wie Goldie. Der Goldie ist halt relativ grün. Und schickt mir eure Fanarts, wie Goldie hier einfach zu Regenbogen wird. Und ja, wie gesagt, schickt mir einfach grüne Fanarts. Und schickt mir Fanarts, wie ich im grünen Auto sitze. Und schickt mir Fanarts von diesem Gang. Oder wo ich in diesem Gang stehe. Oder schickt mir Fanarts, wo ich grüne Rüstung am habe. Schickt mir Fanarts, wo ich. Ha, meh, jo, meh. Jo, meh. Ich glaube, das Schaf ist jetzt richtig. Also, mein Goalie ist jetzt richtig so einen richtigen Österreicher geworden. Jo, meh. So, nämlich wollte ich heute auch ein bisschen unsere Schulden, kann man das Schulden sagen, beseitigen? Nämlich wollten wir hier, so. Ich wollte mir hier, mehr oder weniger Quests machen, um andere, Dings hier. Oh, böse. Ah, ja, gut, Goldie, gut, Goldie. Ah, gut. Okay, das ist relativ gut. Hier, Hapa. So, nämlich, ich wollte jetzt noch schauen, was gibt's denn hier für Dings? Schwerverdiener, Kanaltausch. Und Leute, zu dem Casino. Das Casino baue ich momentan hier gerade unten. Also, ich spoiler mal nicht zu viel. Es wird demnächst hier einfach gezeigt. Und ja, also, es ist noch nicht fertig. Und ich schreibe mich hier wirklich auch an, das saftige, große Casino zu bauen. Und ja, so. Photoshop, Photoshop meines Spieler, bla bla bla. Baumeister, baue eine Disco. Stimmt, Leute, eine Disco kann ich auch noch bauen, gell? Freizeit, öffnen, Schnitzlers kann ich auch noch machen. Jo, meine Dekoration verschönern, Spawn. Leute, ihr könnt mal Tipps in die Kommentare schreiben, wie ich den Spawn hier verschönern soll, weil ich habe keine Ahnung, wie mir Spawn verschönern hier, jo, meine. Also, schreibt unbedingt mal Tipps. Gerne alle Tipps. Was war das für ein Vieh? What was this for a sound? Hm, komisch. Wahrscheinlich wieder irgend sowas auf einem Baum oben. Und genau, zurück zu dem Dings hier, weil nachdem ich vor 2 Folgen die Tochter von Zeus kennengelernt habe, Philosophone, so wie der heißt, habe ich nämlich kennengelernt hier und ja, und die war nicht so erfreulich. Und ich bin ja einfach im Bett hier aufgewacht, also ich bin in die Zeitmaschine nach dem Video zurückgegangen und bin einfach im Bett aufgewacht, ja. Und keine Ahnung, ich hatte noch die Dings hier, ein paar blaue Herzkanister, weil ich habe jetzt ein bisschen mehr Herz, aber der Rüstung und alle... Alle Sachen sind weggegangen, komischerweise. Und genau, ich habe ja die Dings ja auch fertig gebaut. Also die Küche ja auch weitergebaut in Livestream. Ups, ist hier rein. Und hier habe ich einen richtig saftigen Tisch, aber den habe ich leider offscreen gebaut mit den Dings. Und hier eine Küche, die haben wir in Livestream größer gebaut. Weil hier war ja der normale ursprüngliche Gang, aber den haben wir hier weitergebaut. Und hier ist nochmal das eine Explosionsbild von einem Typen hier auf meinem Discord. Und wie gesagt, checkt den Discord in den Link in der Beschreibung aus. Dann könnt ihr mir auch sowas schicken. Hier ist auch deine Chest von dem Stream hier. Und... Ja, so, jetzt wollte ich nämlich eigentlich noch Quests machen und generell hier, Goldie, du kannst vielleicht, hier bleiben oder, keine Ahnung, kannst du hier runterspringen oder so? Geht's aus? Ha, Goldie springt runter. Schau, dass du irgendwie durchs Tor irgendwie durch ein Dings kommst. Ah, und genau, das wollte ich auch noch zeigen hier, das ist so eine Art, wie soll man sagen, so eine Art, Eingang oder so. Hier zum Dings mit richtig viel Gold und so. Und jo, mein Tier mit richtig viel, Leute. Könnt auch nicht sagen, dass es hier nicht schön aussieht, Leute. Ich liebe einfach so grün mit weiß gemischt. So Kontrast mit unkontraster Farbe, oder wenn man das nennen kann. Ich liebe sowas einfach. Und das hier soll... Ich hab Zombies. Soll so eine Art Dings sein. So eine Art, Haupteingang, wie sagt man hier? So eine... Ihr wisst schon, was ich meine, ja? Ihr könnt mal in den Kommentaren schreiben, ob ihr das wisst. Also das Wort hier, wo man unten im Hotel eincheckt. Also so ein Eincheckery-Do. Und genau, hier ist noch mein Block hier mit 4 GB saftiger Block, wo man hier reingehen kann. Und hier habe ich auch dazu geschrieben, hi, dies ist der Julian Cube. Heute können Sie sehr gute Items kaufen. Und sie ist gern geschrieben, weil ich sehr dumm bin, Leute. Ich bin nicht so dumm, ja. Genau, hier habe ich nämlich mein Gehirn einfach gebaut. Und ja, hier habe ich leider noch keine Sachen drinnen. Aber ja, ich habe ja auch hier ein Big Brain gebaut, ein Big Brain Gehirn. Jo, mei. Ich habe gesagt, Flup bei mir eingekauft beim Dings Shop. Doch, Tatsache, Cash. Dings. Alles klar. Wird bei mir eingekauft, okay.
150, Leute. Ich hab's ja ausgerechnet. Für die ganzen Chunks brauchen wir 1000 Chunks. Ich bin dumm. Für unsere 50 Chunks brauchen wir 1000 Dollar. Ich habe jetzt mehr oder weniger 50 Dollar. Mal schauen, was gibt's denn noch? Haben wir hier irgendwie Dominizil? Was ist das? Errichte einen Tempel, deinen Gott, er hat. Genau, wir haben auch fest im Livestream was gesagt, dass wir sich so die Akropolis bauen. Erschaffe einen Eisengolem. Kann ich auch noch machen. Ich habe nicht so viel Eisen und Dings. Errichte eine Kuhfarm. Ich muss noch weiter unten. Da können wir noch was machen. Eiskalt. Bringen Mitspieler zu weinen. Wenn ihr Tipps habt, wie ich Topsus zum Weinen bringen kann, könnt ihr das mal schreiben. Erschrecke einer deiner Mitspieler. Das kann ich machen. Ich könnte mir vielleicht das Geist oder so verkleiden. Das wäre echt nice. Okay. Kanaltausch, lass deinen Spieler deine Folgen anfangen aufnehmen. Ich kann vielleicht demnächst schauen, dass ich vielleicht mal mit Easy aufnehme. Schwerverdiener, Mitwohner, baue deinem Haustier sein eigenes Zimmer. Leute, das habe ich eigentlich schon gehabt, ja, Leute. Das habe ich eigentlich schon gehabt, aber und ich werde es auch wieder bauen, Leute. Ich habe es unabsichtlich, also was ist unabsichtlich? Ich habe es im Stream abgerissen müssen. Aber ja, so. Eigentlich zieht das, Leute. Wohltäter. Errichte das Gemeinnütziges am Spawn. Was können wir Gemeinnütziges am Spawn hier errichten? Ich weiß es nicht, Leute. Könnten wir vielleicht, was könnten wir Gemeinnütziges errichten? Könnten wir, was könnten wir machen? Wir könnten vielleicht, ne, Gemeinnütziges. Hier haben wir halt schon, Dings hier. Haben wir schon einen Seniorita Flow 44, oh mein. Aber ich weiß es selber nicht, was Gemeinnütziges doch ist hier. Und, ja. So, was gibt's hier noch, Gemeinnütziges? Die Koch von Tülsch ist ein Ding für Mitspieler. Was gibt's hier noch? Eiskalt. Und Tote, den Mitspieler mit einer Falle habe ich leider auch nicht. Photoshop. Ich kann wirklich mal so ein Bild auch mit Photoshop Trolling richtig hart. Wie gesagt, da könnte man einfach Trolls hier rein dingsen. Ich kann, genau, apropos Weltreise, Schneebiom, finde Schneebiom. Ich kann mal schauen, vielleicht demnächst, dass ich erkunden gehe. Und genau, das haben wir auch in Leipzig gesagt. Antikes Wunderwerk. Wir haben so ein Ding gefunden, wie heißt das, so ein Portal gefunden. Und da brauchen wir die Runen, das ist auch eine Quest hier. Und wenn wir die alle haben, können wir, also kriegen wir 3 Treasure Boxen und können wir hier in deine Reality-Dings gehen. Und keine Ahnung, was das genau an sich hat. Und ja, so. Was haben wir noch? Sicherheit. So, hier ein Haus mit. Stimmt! Security Craft kann ich auch noch machen bei einer Disco. Schutz. Schaffe eine Eisengolde. Kann ich wirklich mal machen. Schaffe eine Eisengolde. Yo, Mike, richtige Kuhfarm. Aber ich denke, sonst habe ich eigentlich nicht wirklich irgendwas Neues. Besitze mindestens 3 Shops. Habe ich mehr oder weniger, kann man schon sagen, habe ich. Also das zählt. Yo, Mike, weil ich. Der Shop ist zwar noch nicht fertig, aber Leute, es kommt schon der vierte dazu. Also zählt es eigentlich, Leute. Wie viel haben wir jetzt? 345 Dollar. Und 3 Totems haben wir sogar gekriegt. Boom, boom, Totem. Wie gesagt, ich mache wahrscheinlich, und dann sagen wir, übernächste Folge mache ich die Dings, glaube ich. Ich habe übernächste Folge mache ich die Totem-Unboxings, also schaut unbedingt übernächste Folge dabei. Schaut einfach übernächste Folge, ja. Schaut einfach übernächste Folge. So, was gibt's hier noch? Frauentausch. Skiller, erreiche Level 20, 30, ne, erreiche Level 30 in den Skill. Ich habe bisher erst Level 20, Butchery. Ich habe jetzt bin Level 20 in den Expedition. Aber ja, bin ich auch erst letztens in den Stream geworden, also von daher. 50% erreicht voll 50, das dauert auch noch eine Weile, Junge. Lege 100 Quests habe ich mittlerweile, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 6, 7, 8, 9, 9, 4, 4, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 8, 5, 9, 4, 5, 6, 61, 62 und, ne, warte mal, 100 Chunks, 62, 73, 74, 79, 70, 71, 72, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 99, wir brauchen genau noch 10 Dings oder so. Und genau, Zombies haben wir auch richtig viel im Stream gemacht, Leute. Aber wir müssen uns jetzt konzentrieren, dass wir hier unsere Sachen machen. Ich springe insgesamt 30.000 Mal, stimmt. Wenn ich hier mal rumspringe, kann ich mal schauen. Wie oft bin ich schon gesprungen? Jumps 34.000 Mal, Leute. Holy, dieser Jackpot. Wir sind 30.000 Mal gesprungen. So. Bam, lol. Schon wieder 3. Geht das direkt? Ja. Springe 30.000 Mal. Jo. Mei. So. Das ist schon richtig viel. Ich habe schon eine Hälfte, kann ich eigentlich wieder claimen, ja? Von den dummen Konstantin, ja, mei. Das Event. Nicht mehr Apollo-Event. Keine Ahnung. Fortnite-Live-Event. Die 100 Quests habe ich auch fast.
Dekoration für Schöne, das Spawn. Ich kann mal schauen, dass ich vielleicht den Spawner für Schönere öffne, Schlitzelhaus. Und sonst gibt's eigentlich nicht wirklich was zum Dingsen. Hi, Holdi. Und genau, ist nicht genügend Geld. Alles klar. Hast du hier draufgeklickt, oder was? Nicht draufklicken. Schau mal, Goldie, hier ist ein Frosch. Hallo. Put, put, put. Schau mal, hier ist ein Frosch. Oh, nein. Nein. Böse, böse, Goldie. Goldie, böse, böse. Oh nein, jetzt breche ich schon wieder. Oh nein, schnell in den Fluss. Oh nein, ich glaube, ich sehe eh gleich automatisch auf. Schnell. Huh. Oh mein Gott, Goldie. Komm mal ein bisschen runter, Goldie. Da muss ich direkt aggressiv werden, Goldie, ja? Alles mit der Ruhe, okay? So, jetzt wollte ich nämlich zuerst mal ein Dings hier, weil Flo hat direkt einen Chunk geclaimt bei mir. Das heißt, einmal Flo entclaimen. Das heißt, einmal Flo entclaimen. Jetzt heißt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 22 Chunks und einmal Flo entclaimen. Nice, Leute. Jetzt 22 Chunks können wir wieder claimen. Und ich bin leider ganz unten. Flo hat schon 300 Chunks. Einfach, jo, mal. So, genau, nehme ich der Chunk hier. Der Chunk Redo, der Chunk Redo, der Chunk Redo. Genau, der Chunk nehme ich. So, den claim ich instant. So, das heißt, 22 kann ich jetzt claimen, denke ich. Warte, wie viel habe ich da jetzt? Ich habe jetzt, warte, ich kann eh ganz leicht nachschauen. 100 habe ich jetzt da. Und wie viel habe ich da drinnen? 100. Wie viel habe ich da drinnen? 118. Das heißt, ich kann genau 18 Chunks erklären. Goldie, komm mal mit, jo, mei. Und, ja, ich freue mich, wie gesagt, richtig aufs Casino. Und, genau, so, jetzt gehe ich mal rüber und ich leih die ganzen Chunks. Jo, mei. Und, genau, jetzt wollte ich euch auch noch ansprechen. Nämlich war ich hier am Freitag hier Eislaufen in Wien. Falls ihr die Wien, in Wien hier das Eislaufdings kennt. Also, warte, ich muss jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Leute, wir holen schon wieder auf, ja? Wir schaffen das schon, Leute. Und, genau. Wie gesagt, ich glaube, ich erzähle das Eislaufen in der nächsten Folge, yo, mei. Würde ich sagen, das war's für die Folge. Checkt die Adresse ab, für Satin, Merch hier, yo, mei. Und, für das besser Design. Und, ja, lasst ein Like, aber da. Aktiviert die Glocke und schreibt in die Kommentare, was ihr, und genau. Ah, nein, gut, schickt unbedingt Fanarts, Fanarts auf Instagram oder auf Discord, Link in der Beschreibung, beides, Jansa30-official hier auf Instagram. Und, ja, wir sagen, lasst ein Like da und ciao! Good day.